Tränen. Nein, ich habe keine Granate mehr. Scheiße. Das ist wirklich ärgerlich. Was war übrigens so Knoten aus meinem Magen? Ich habe richtig Kohldampf. Nee, hier ist nämlich eine schöne große Tür. Das Tor ist fest verschlossen. Warte. Ich höre auf der anderen Seite etwas grummeln. Ja. Schön mal erstmal alles ordentlich gemacht. Und dann gehen wir weiter. Stone Moon. Ein Fass. Und es ist was drin. Ich freue mich. Es ist selten. Es ist selten. Wie ihr wisst. So. Diesen Quicktime-Event hätten wir fantastisch hingelegt. So, okay, warte mal, hier ist nichts mehr weiter zu holen. So, okay. Jester, komm, dich lass ihn mal kommen. Jetzt nur. Ja, in dem ganzen Areal sind jetzt Sprengfallen ohne Ende. Aber auch wirklich viele Granados. Ja, Ravenau. Schwein gehabt. So, ein paar von denen werden auch etwas später leider erst getriggert. Ah, was sind wir da? Oh, eine Granate, sehr geil. Die nehmen wir natürlich mit. Mach das! Nein! So, mir geht's nicht gut. Es wird Zeit, die Messlatte ein bisschen höher zu legen. Das war doch schön. Hier hat man aber ganz gut gesehen, wie die Puncher wirkt. Ne? Schön durch mehrere Gegner durch. Leute.
Der Wilde. Blutet schön ins Wasser. Okay. Nein! Ach, Eier kaputt gemacht. Scheiße. Ja, man muss natürlich die Schlangenarschnell töten, ne? Weil die euch ansonsten halt anspringen und angreifen. Das kostet euch Leben. Wie ihr seht, muss man aber auch sehr behutsam damit umgehen, wo man wie was, wie man das Ei trifft. Weil das trifft man dann natürlich mit dem zweiten Messerstreich. Verdammte Schäfer. So, und ich mich jetzt mal frage, ob hier vorne jetzt nochmal welche kommen. Oder ob die jetzt alle hinten getriggert wurden. Okay, wir nehmen nochmal die Bahnkanate mit. Irgendwo ist nämlich hier noch so ein kleiner Schatz, glaube ich, versteckt. Bin ich der Meinung? Ha! Da. Okay. Eine antike Pfeife. Na super. Okay, alles klar. Das war auch recht nervendes Areal. Habe ich eine Erinnerung? Ach, ey. Oh, hier ist da! Oh, hier ist da. Na, los, komm. Komm. Ich habe wirklich noch nie den Punkt rausgefunden, wo man, an welcher Stelle man die Gegner anschießt. Damit sie entweder in die Knie gehen oder. Oder dass sie gekickt werden können. Mal Schweine gehabt. Irgendwie ist es eigentlich selten, dass man die Schlange, also auch, dass so viele Schlangen drin sind, dass man die so schnell erwischt mit dem ersten Streich, wo man quasi die Kiste kaputt macht. Eher selten. Eher selten. So, und wir gehen jetzt auf dem Weg, oder wir sind auf dem Weg zum See. Ja, fishy fishy. Das war der Lago. Und dem werden wir uns jetzt stellen. Ein Goldarmreif mit Perlen, sehr geil. Den nehmen wir mit. Sehr schön, sehr schön, sehr, sehr schön. So, okay. Okay, hier hätten wir nochmal die Möglichkeit zu speichern, was wir jetzt aber nicht tun. Ich weiß, Benny, Benny würde jetzt wahrscheinlich die Hände über Kopf zusammenschlanken und sich wundern, weil ich eigentlich sonst der Typ bin, der wirklich bei jeder Möglichkeit speichert. Jeder. Jeder. Okay. So, wir müssen jetzt quasi über den See. Da hinten wäre noch ein kleiner Eingang, eine Höhle, sowas in der Richtung.
Aber da wollen wir nicht hin. Wir versuchen mal hier rüber zu kommen. Aber der Lago wird das nicht zulassen. Der Lago wird das nicht zulassen. Sind wir das überhaupt? Ist Lurch? Wahrscheinlich. Salamander. Durchfällt. Ah, wo ist er? Oh shit. Und sie jetzt nicht hört uns. Nein, oh Scheiße, das wart. Oh, haben wir Schwein. Haben wir Schwein gehabt gerade. Komm, gib ihm. Wo ist er? Wie die letzte Pfeife. So. Klassiker. Bein wir ab oder auf jeden Fall. Jetzt wäre Bein ab. Als wenn nichts wäre. So, klar. Das ist unglaublich. Ach, der Typ ist einfach so krass. Ugh!
Leon, it's been 6 hours since our last transmission. I was starting to get worried. Don't you mean lonely? Anyway, I started to feel dizzy, and then I guess I must have lost consciousness. Lost consciousness? Maybe that has some connection to what the village chief was talking about. Can't say. But I'm all right now. I'm gonna continue my mission. So, alles klar. Zusammengebrochen im Haus, vorher großen Fisch besiegt oder Salamander. Ja, da kann man ruhig mal ein Schnittchen machen. So, 600, 700 PC, das sind unsere Pistolenmunition, wird gegriffen. Hier vorne haben wir nochmal eine Flashbang. Die nehmen wir auch mit. Und auf dem Bett liegt noch eine Nachricht. Anonymer Brief. Im Wasserfüller ist ein wichtiges Objekt. Kannst du es erlangen, gelingt es dir vielleicht, Ashley aus der Kirche zu befreien. Aber Vorsicht, der Weg durch die Kirche ist kein Zuckerschlecken. Es gibt dort einen El Gigante. Sei also auf der Hut. Und was an deinem Körper passiert? Ich würde dir helfen, wenn ich könnte, aber ich bin überfordert. Tja, das war vielleicht von unserem guten Freund Luis, Johnny Depp, Sierra. So, okay, alles klar. Aber bevor wir jetzt irgendwie durch den Wasserfall zurückmachen. Alter, was für ein Dreckswetter. Düsen wir nochmal schnell zu der Höhle hier drüben. Die übersieht man nämlich sehr schnell, weil die nicht mehr im normalen, ja, wie sagt man, im Spielfluss wäre irgendwie. So, okay. Düsen nochmal rein. Und die blauen Flammen verraten uns schon. Hier wartet ein Händler auf uns. Achso, schieben. Okay. Alter, ist echt wenig drin hier in den Fässern. Was ist los? Ich verstehe das gar nicht. Also früher kam es mir nicht so wenig vor. Grüner Edelstein. Na und? Können wir hier runter? Ich möchte hier runter. So, und hier sind wir beim Händler. Das wäre natürlich geil, wenn wir jetzt hier einfach zugreifen können. Ne? So, und tatsächlich müssen wir auch... Ach, schade, schade, schade. Got some rare things on sale, strange. What are you buying? What are you buying? So. Die Punisher könnten wir etwas aufwerten. Klingt ganz gut, aber selbst da würde ich gerne noch etwas warten. Und zwar spekuliere ich nachher auf eine Waffe, die sich die Red 9 nennt. Die ist für eine Pistole nachher sehr, sehr hervorragend. Und ich muss wirklich schauen, dass ihr so ein bisschen seht, das zusammenhalte dafür. Besonders, weil jetzt auf dem Weg ein El Gigante auf uns wartet. So, okay, alles klar. Wir schauen mal. Wir hatten ja jetzt gerade so ein grünes Lülleken hier gefunden. Das passt nämlich super hier in der Maske rein. So, einer ist drin. Zwei fehlen noch. Den Ring können wir verkaufen. Die Pfeife können wir verkaufen. Beim Bierkrug fehlt uns noch etwas. Soweit ich weiß, müsste das jetzt auch eigentlich alles gewesen sein. Mir ging es natürlich in erster Linie gar nicht jetzt um den Händler, sondern halt um diesen kleinen grünen Edelstein für die Maske. So, ganz kurz mal schauen. Haben wir noch ein paar Nester hier? Sieht nicht so aus. Wir machen mal weiter. Ja, diese ekelhaften Pizza.
So, mal wieder ein bisschen nach hinten bewegen. Shit. Ja, die fressen natürlich ganz schön viel hier, die kleinen Arschgeigen. Okay, dann lass mal. So, das sind quasi diese Plagas-Parasiten, die von den Dorfbewohnern Besitz eingenommen haben. Mich würde mal jetzt ganz kurz nochmal interessieren. Na, genau, beziehungsweise Abstand. Es geht aber zu viel Moon drauf, irgendwie. Um die jetzt zu plätten. Ich würde nur sehen, haben die jedes Mal. Nee, haben sie nicht. Der erste hatte, ich glaube, 5000 Mal, wenn ich mich nicht jetzt nicht irgendwie, wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe. Und der hatte jetzt nur. Eins dabei. Das ist natürlich nicht viel. Und steht nicht im Verhältnis zu der verbabberten Munition. Okay, wir haben ein paar kleine Brücken zu überspringen. Zu durchkreuzen. Halt, sind wir jetzt noch nicht tot. Scheinbar schon. So, okay, alles klar. Ich glaube, wir müssen hier so eine Art Hebe bewegen, damit wir unter dem Wasserfall durchkommen. So, bitte kurz, bitte entschuldigt, wenn es etwas stockt bei mir gerade hier. Aber ich muss kurz überlegen, wie das jetzt hier war, damit wir hier bestens durchkommen. So, einen Ring gefunden. Ring ist immer gut. Ring können wir gleich verkaufen. Geld, immer gut. Immer viele Pesetas, Pesetas gut. Ja, hier muss man natürlich sagen, jetzt rächt sich natürlich auch so ein bisschen, obwohl natürlich noch alles hier nicht verloren ist, aber jetzt rächt sich tatsächlich so ein bisschen so, dass ich jetzt eine relativ schwache Waffe habe. Ich habe ein paar Granaten da. Ich hoffe natürlich, dass man damit großteils aufhalten kann. Weil jetzt kommen wir gleich, jetzt kommt gleich so ein Mob auf uns zu. Schauen wir mal, wie souverän ich die nochmal handeln kann. Genau, jetzt wird das Wasser gestaut, umgeleitet und jetzt können wir unter dem Wasserfall durch. Ein Klassiker, ein Klassiker. Also müssen wir den runterschießen? Oh, Kinder, nee, nicht jetzt. Tatsache. Schauen wir, was das war. So, schnell nachladen, weil, wie gesagt, jetzt kommt Mob. Ah, Ramenow. So.
So, und ich muss... Weil von hinten kommen sie ja ebenfalls. Sehr schön. Na, das ging doch ganz gut. 50 Schuss verschossen, 30 nochmal gefunden. So, jetzt schauen wir nochmal kurz, wo hier das kleine, glänzende etwas runtergekommen ist. Und wir schauen mal, was das war. Das war ein Spinell. Okay, alles klar. Cool. So, schnell nachladen. Und dann Through the Waterfall. So. Achso, allerdings können wir hier nochmal kurz hochklettern. Vielleicht finden wir hier auch nochmal was Schönes. Ein Fass mit, lass mich raten, Trommelwirbel. Oh doch, jetzt ist mal was drin. So. Ah, Knöchelbruch. Und weiter geht's. Setting ist schon echt geil. Kurz umdrehen, hochgucken. Hier wird gerne mal was versteckt an der Decke. So, jetzt haben wir die Insignie. I've obtained an object that resembles a cult group's insignia. Wonderful, Leon. Head back to the church. Ashley's safety is our immediate priority. Okay. Und? Kann ich sie schnetzeln? So, alle Batman-Fans heulen gerade auf. Aber man hat ja auch nichts von. Rein ins Boot und ab dafür. So, und das ist jetzt das, was ich meine. Das Spiel bringt dich jetzt an einen Punkt zurück, wo es nicht mehr lohnenswert wäre, zu einem Boot zurückzugehen und quer über den See zu schippern, weil wir sind jetzt ganz woanders gerade. Schaut mal kurz. Wir sind jetzt hier. Ja? Um erstmal wieder zu einem Boot zu kommen, das wäre denn da. Ist halt einfach, es lohnt sich nicht. Deswegen habe ich den kleinen Umweg vorhin gemacht. Zack. Nochmal einen Händler. Aber dann da vorne, da ist noch ein Fass und ein bisschen Munition. Das nehmen wir natürlich mit. So, und jetzt müssten wir uns tatsächlich auch nochmal kurz umsehen und uns mal einen Kopf machen, wie es um unser Platzmanagement bestellt ist. Ich denke, das wird nicht reichen. Das, was ich jetzt vorhabe, ist, ich möchte mir einen Granatwerfer, einen Raketenwerfer kaufen. Und ja, es ist tatsächlich etwas schwierig, weil ich glaube nicht, dass ich den... Ich glaube, da fehlen noch zwei Slots zusätzlich. Okay, ich guck mal, ob ich eventuell ein grünes Kraut einfach verkaufen kann. Das dürfte fast... Aber das wird wahrscheinlich gar nicht gehen. Ne? Doch. Einmal. Is that all? Thank you. So, okay. Also, was ist der Plan? Wie kann ich es jetzt? So, und jetzt dürfte es tatsächlich gehen. What are you buying? Schum. Raketenwerfer. Stranger. Stranger. Now that's a weapon. Ja, that's a weapon. Nein, Alter, nein! Scheiße! Okay, gut. Mist. Das haben sogar noch viel gefehlt. Also ich muss jetzt 4 Patronen für die Pistole sausen lassen. Das ist ärgerlich, aber es geht leider nicht anders. So, das, was ich noch kaufen könnte, ist die Schatzkarte fürs Dorf.
Jetzt gucken wir ganz kurz mal auf die Karte. Haben wir noch irgendwo ein Schätzel übersehen? Da drüben, aber da waren wir noch nicht. Ansonsten sieht das ganz gut aus. Alles, was Schatz war, haben wir eingesackt. Und ach, schau mal, guck. Da haben wir ja noch ein paar übrig. Aber da müssen wir jetzt auch hin. So, wir nehmen schon mal den Ballermann in die Hand. Und die Patronen holen wir uns im Anschluss. Wenn wir wieder Platz haben. Ihr seht, ihr müsst mega hier, oder wir müssen halt mega mit dem Platz managen irgendwie. Und das ist schon schwierig. So, jetzt könnte ich... Nee, ich warte lieber. Das ist halt wirklich doof, weil ich kann jetzt gerade gar nichts aufnehmen. Rapido! Usa los músculos! Ja. Ich saß mal salopp. Ey, Gigante. Würde ich wahrscheinlich an eine Sache erinnern. Herr der Ringe. Ui, sie haben einen Höhlentroll. Ja, Dorfis werden alle erstmal weggematcht. Ah, ist er sauer, findet er scheiße. Findet er kacke. Aber ich sag's mal so, da machen wir kurzen Prozess mit dem Kumpel. Aber allerkürzesten. Bada bam. So, und wir haben wieder ordentlich Platz im Inventar. Das Gute an der Sache ist jetzt A natürlich 15.000 Pesetas. Das ist natürlich ein schöner Preis, den wir dafür bekommen. Aber das Gute ist, ich habe jetzt halt en masse Munition gespart, dadurch, dass ich keine Waffen habe, die großartig gepimpt sind. Ist das jetzt meine einzige Möglichkeit gewesen, eine gigante Platz zu machen? Irgendwie ansonsten weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt mit den Mitteln, die ich jetzt zur Verfügung hatte, hätte, überhaupt geschafft. Hätte. Hätte, habe, hätte, könnte. Würde, sollte, Abfall für den Arsch. So, platt ist er. Hör mal. So. Okay. So, interessantes Sidefact wäre auch noch irgendwie, wir haben ja am Anfang des Spiels einen Wolf gerettet, ne? Oder einen Hund. Ich glaube, es war aber ein Wolf oder so. Und der hätte uns jetzt im Kampf nochmal mit El-Gigante unterstützt, indem er ihn an einer bestimmten Stelle abgelenkt hätte. Ja, einfach mal. So, dass ihr es mal gekehrt habt, ihr Lieben. So, gelbes Kraut, wunderbar. Und damit könnte man schon wieder einmal ein Level-Up für unser Leben machen. Das ist nicht schlecht. So, okay. So, würde ich mal sagen. So, jetzt hier noch die beiden Fässer an. Wo man Gott sei Dank auf was drin war. Anscheinend ein grünes Kraut und ein paar Pesetas. Und hier holen wir uns jetzt nur noch... Hier holen wir jetzt nur noch schnell die Patronen. Und Saba, habe ich jetzt hier gerade wirklich so was wie Barsche springen sehen? Aber was bringt mir nichts, ne? Wenn ich die jetzt... Natürlich können wir nicht an die ran. Schade eigentlich. Schade. Okay. Gut, wir machen hoch. Und wir gehen zurück zum Friedhof. Weil wir wollen in die Kirche. Und was wir natürlich nicht vergessen, ist, dass wir auf dem Rückweg nochmal ein paar von den blauen Medaillen da wegknallen. Der Vollständigkeit halber. Ihr kennt's.
So, okay, wunderschön, wunderschön. 13 von 15. So. Die sind wirklich lästig. Oh! Okay, cool, 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 cool. Alles klar. Alles klar. So. So, schauen wir mal. Hier, die Ecke war ja noch, glaube ich, eins. Da hängt's doch. Eindeutig. Damn. Und das andere war um die Ecke. Um die Ecke. Ach, echt, ja. So, damit haben wir 15 von 15 dieser blauen Medaillen abgeschossen. Bringt uns jetzt aber auch nicht mehr, irgendwie, weil, wie gesagt, die Punisher haben wir schon. Das war jetzt eigentlich eher nur wirklich für uns zum Accomplishen. Rundensignie verwendet. Wunderschön. Wunderschön. Ja, hier geht dann mal Sonntagvormittag die Party ab. Tja, diese Insignie ist überall. Ob das wohl eine Religion dieser Gegend ist, wer weiß. So. Hier noch ein Fass. Blendgranate, wunderbar. Die nehmen wir. Ja, das sollte man denken. Und alle hüpf. Lord Saddler. So, hier haben wir noch ein kleines Bedienpanel. Da gehen wir gleich ran. Brandgranate. So, denn wollen wir mal kurz ein kleines Lichträtsel lösen. So. Ja, letztendlich glaube ich, ist allen klar, was das Grundprinzip ist. Eigentlich ist es recht einfach. Wir müssen natürlich alle Grundfarben Rot, Grün und Blau mit dem Bild da oben in der Mitte einbringen. So, jetzt noch blau. Ja, damit ist der Drops erlutscht. Kombinieren wir. Ja, es, die Rätsel sind jetzt wirklich nicht ganz so dolle schwer hier in dem Spiel. Und schon eigentlich auch fast für Resident Evil Verhältnisse recht einfach. Ashley. Don't come! Hey, take it easy. No! Get away! Calm down. Everything's going to be just fine. My name's Leon. I'm under the president's order to rescue you. What? My father? That's right. And I have to get you out of here. Now come with me.
It's Leon. I've succeeded in extricating my subject. Good work, Leon. I'll send a chopper over right away. Where's the extraction point? There's another trail that you can take to get out of the village. The chopper will pick you up beyond there. Got it. I'm on my way. So, damit haben wir Ashley. Die Präsidententochter. Na, dann bringen wir sie mal zum Extraction Point. So, man muss dazu sagen, Ashley ist eine von den Blagen, die man ernst kann. Aber so wirklich so gar nichts. Von daher, ihr werdet gleich sehen, die muss runtergehoben werden, irgendwie, die, also es ist wirklich, also. Ihr werdet sehr oft in diesem Spiel hören, Leon, help! Ist wirklich, wow. So, dann, auf geht's. I'll take the girl. Who are you? If you must know, my name is Osman Sadler, the master of this fine religious community. What do you want? To demonstrate to the whole world our astounding power, of course. No longer will the United States think they can police the world forever. So, we kidnap the president's daughter in order to give her our power. And then send her back. No. Leon, I think they shot something in my neck. What did you do to her? We just planted her a little gift. Oh, there's going to be one hell of a party when she returns home to her loving father. But before that, I thought I might bargain with the president for some donation. Believe it or not, it takes quite a lot of money to keep this church up and running. Faith and money will lead you nowhere, Sadler. Oh, I believe I forgot to tell you that we gave you the same gift. When I was unconscious. Oh, I truly hope you like our small but special contributions. When the eggs hatch, you will become my puppets. Involuntarily, you'll do as I say. I'll have total control over your minds. Don't you think this is a revolutionary way to promulgate one's faith? Sounds more like an alien invasion if you ask me. Okay? Leon, what's gonna happen to us? Don't worry. We got into this mess, we can get out of it.